So, moin moin, also willkommen zu einem neuen Tutorial. Also, ich werde euch zeigen, wie ihr, also bei seinem Bild, Moment. Also, hier, sein Bild halt zum Beispiel beim Logo, YouTube Design, sein Zeug reinmachen, ohne dass hinten solche Scheiße ist. Zum Beispiel, so wie, Moment. Halt ohne dass da hinten hier solche komische Scheiße ist. Moment, Boah, Kim, leck mich. Muss mal suchen. So, ohne dass zum Beispiel diese Scheiße da oben ist, oder ja, also ich sage es mal, also weil sonst normal würde das ganz anders ausschauen. Also da ist das Bild ohne das Stift da oben, also da werde ich das unverarbeitete nehmen, also das da, wie man sieht, ist das von Hand Foto geschossen einfach. Also das muss man nur mal rechtsklick öffnen mit Photoshop. Und wenn man das einfach irgendwo kopiert und da dann einfügt. Na, einen Moment, also. Ach ja, ich habe das mal schon ausprobiert, also. So ist falsch. Also da, was uns, wenn wir das mal einfach so reingeschoben hätten, so als würde da, ist da so ein weißer Fleck drin und das schaut da scheiße aus. Also, ja, also ich habe da ein bisschen da beim Stift da umgemacht. So wie man sieht, ist da jetzt ganz weiß, weil beim anderen war. Und wenn man da sieht, ist die Hintergrundfarbe nur anders. Ja, wie man sieht, ist da ganz weiß im Hintergrund und da ist es so graulich irgendwie. Also das habe ich natürlich weggemacht, und weil es so dann besser auch geht. Dann öffnet ihr das mit Photoshop. Also es muss. Ist egal, welche Farbe das ist, also zum Beispiel mit das geht es auch, zeige ich da danach auch. Also zuerst machen wir mal mit diesen, also ihr geht hier das Pipette-Werkzeug halt, und dann nehmt ihr das Weiße hier, und dann klickt einfach auf das Weiße drauf. Und dann geht hier auf Auswahl. Hier Auswahl. Dann Farbbereiche. Bereich. Dann kriegt ihr diesen Fenster da. Klickt einfach auf OK. Und dann hier nochmal auf Auswahl. Und dann Auswahl umkehren. Und dann klickt ihr einfach STRG und C. Und geht da auf euren Design oder was weiß ich und tut das einfach einfügen. Also wie ihr seht, ist das eigentlich schon groß, das Stift. Wenn ihr zum Beispiel das Stift da rein in das Video Zeug reinmachen wollt, dann müsst ihr mal bis heranzoomen. Klickt auf das Stift da und dann ist der Steuerung und T, und dann klickt ihr mit Umschaltung das kleiner und schiebt das mal da so irgendwie rein. Ich will das natürlich nicht verwenden, also mache ich das mal so kurz. Ihr könnt natürlich auch das Seiten umdrehen, so halt, oder wie ihr wollt halt, oder hier ein bisschen drehen halt irgendwie schräg, bisschen schräger. Wie ihr halt wollt.
Also, man kann das. Das ist das gleiche Prinzip wie Greenscreen. Um euch zu beweisen, also. Das können wir natürlich auch zumachen. Weg. Also. Ich öffne das auch jetzt mit Photoshop. So. Wie ihr seht, ist das schwarz. Also, ihr nehmt nochmal die Pipette, klickt auf das Schwarze, geht Auswahl, Farbbereiche und dann OK und Auswahl, Umkehren, Steuerung C und einfügen. Natürlich schaut dann jetzt das mal ein bisschen anders aus. Aber jedenfalls ist das ein anderes Bild. Weil wir haben hier das Schwarze dann rauskopiert hier. Das könnte eigentlich auch gut da in das kleine Box da rein, also erst Steuerung und T oder klein machen, wie ihr es halt mag. Mit Steuerung oder also mit Umschalter oder ohne ist mir egal. So, wie man sieht, kann man da einfach ganz bisschen verschieben halt. Und ja. Ihr könnt das mit alles machen, also um da dann Stift ganz weiß zu machen, muss man da viel etwas machen. Bisschen anders machen, also ich zeige das noch. Also öffnen mit Photoshop. Ja. Und dann ihr geht auf die Pipette, klickt auf den weißen Zeug erstmal da unten und Auswahl Farbfeld und zurück und dann Auswahl umkehren und kopieren. Na, macht ihr hier ein neues Zeug, neuen Folie. Die Größe bleibt einfach. Dann hier oben rechts machen, dann Auswahl, Farbfilter, Zeug und dann auch mal Auswahl und umkehren, kopieren und dann noch mal ein neues Fenster. Im gleichen Maßen halt einfügen und dann da oben einmal und dann Auswahl Farbfilter Zeug und dann Auswahl umkehren kopieren und jetzt nochmal machen. Komm, nein, und noch ein Seite löschen und dann müsste mal noch einmal machen Auswahl und dann umkehren kopieren und dann noch mal eine neue Zeug einfügen. Da hat man noch leichte weiße Flecken halt und die muss man eigentlich nur wegmachen. Und zwar und Umkehrung und kopieren aus da einfach nur mal neu und das letzte Mal einfügen und da habt ihr es ganz weiß. So, also das ist halt eine lange Reise, bis man das dann alles weiß drin hat. Also jetzt kann man das natürlich auch rumschieben halt so mal, was man vorher nicht gekonnt hat. Also das ist ziemlich am Anfang schwer mal die richtige Bereiche rauszufinden und dann ja.
Also ich kann das Vergleich noch mal das Vergleich zeigen. Also hier ist das eine und das ist das andere. Also oft mal nimmt das auch von das Objektiv die Farbe, weil es zufällig die gleichen Farben drin hat. So, zum Beispiel hier unten halt hat es auch wegradiert irgendwie. Ja. Also ich hoffe, es hat euch dieses Tutorial gefallen. Das kann man auch mit anderen Sachen auch machen, zum Beispiel hier mit dem Joint. Also da Photoshop und aus halt die Pipette nehmen und da Farbe auswählen und dann Farbbereich, okay, Auswahl umkehren und kopieren und dann beim nächsten einfügen. Ja, und das war's dann für das Video und ich mache hier jetzt einen Schnitt.